So Leute, da sind wir wieder bei Zelda Wind Waker in HD. Ja, ich muss mich auch nochmal wieder hier entschuldigen. Die Erkältung, die ist immer noch da und das ist auch nicht gerade schön, aber was soll's. Irgendwie muss das ja klappen. Naja, im letzten Part, was haben wir da gemacht? Wir sind hier zur Terra-Insel gegangen, haben hier den Weg frei gemacht, ja. Ich glaube, wir haben sogar die Firn-Insel gemacht im letzten Part. Weiß nicht, ob das letzter Part war, ich will mich da auf nichts festlegen. Und wir haben jetzt die Hymne des Terragottes und sollen den Weisen finden, der hierher muss. Und natürlich weiß ich auch schon, wer das ist. Dementsprechend würde ich fast sagen, machen wir uns mal direkt auf den Weg nach Draconia. Irgendwas ist hier faul. Gar keine Piraten in der Nähe? Ja, theoretisch gesehen kann ich ja auch einfach mal den Kanon des Sturms. Moment. Ja. La. So, da kommen wir auf jeden Fall schneller nach Draconia, ne? So muss das. Und nicht anders. So, Draconia, da. Und Tschüssikowski. Ah, wie Wirbel! Wie ein Sturm. Nennt sich Wirbelsturm. Ah, oh Mann. So. Draconia, ja. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, wie wir das machen mit den Triforce-Teilen suchen. Das wird ja. Bleh. Ne? Versteht er schon. Das wird nicht so lustig, wie es klingt. So, kann ich hier... Hallo? Dürfte ich einfach mal aus dem Boot raus? Danke! Es geht ja doch! Geht ja doch! Jetzt bin ich aber gerade mal am Gucken. Da kann man sich nämlich auch noch richtig Kohle holen. Aber das werden wir wahrscheinlich erst machen, wenn wir die ganzen Triforce-Splitter suchen. Weil... Da brauchen wir ja Geld, dank Tingle. Der will ja jedes Mal 300 Schlag-mich-tot-Rubine dafür haben. Das finde ich ein bisschen Abzocke, aber was soll's. So, wir müssen... da oben müssen wir lang. Okay. Also müssen wir einmal wie heißt der Ort hier eigentlich? Es ist Draconia, die Insel, aber wie heißt hier dieses Gebäude, will man fast sagen? Obwohl es ja kein Gebäude ist, ist es ja mehr so eine Höhle, ne? Die Höhle der Orni, ja. So, da hinten ist er doch, Medoli. So, Moment, upsala. So. Jetzt einmal Ultrisi. Ja, es war ja auch ein bisschen dämlich von mir geplant, muss ich ja zugeben. Wir sind ja hier nach Draconia, haben hier ein paar Sachen geholt und dann sind wir wieder zur Terra-Insel und hätte man alles ein bisschen anders machen können, aber was soll's. Passiert. Man könnte auch da hochklettern. So, aber erstmal mit Medoli. Oh, Cutscene. Jetzt schon? Nee. Doch. Lukas, du bist also wohl auf. Nee, ich bin tot. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Ja. Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Lukas. Oh. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst, aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss ich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Ja, du bist aber nicht die Mutter. Entschuldige, ich rede Unsinn. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Aha. Musizieren ist nämlich eine der wichtigen Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Aha. Na dann. Ah, das ist ja ein Taktstock. Nee, wirklich. Wirst du mich etwa dirigieren, Lukas? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Moment. Wie ging's? Jawohl. Du hast die Hymne des Terragottes gespielt. Do, 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 do. So, Cutscene. Wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Toll. Haben wir sie getötet. Hoppala!
Die Stimme der Weisen, ich habe sie gerade im Geiste gehört. Aha. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Lukas, dank dir bin ich mir meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Aha. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Lukas, bitte begleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Lieblingsspruch von denen. Ach, Komori! Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Might Medulli in Erinnerung behält. Das ging aber schnell. Ja, ich frage mich auch gerade, wo wir hin sind. Egal. Ja. Gut, damit haben wir die erste Weise. Wunderbar, das heißt, wir können jetzt zum Terra-Tempel, was wir auch gleich mal... ja, ich wollte eigentlich keinen Schatz bergen. Das wollte ich machen. So, Kanone des Sturms. Tü-tü. Ja, Medulli guckt ja sehr begeistert. Das sah gerade sehr gut aus, ja. Südliches Feenkordial, würde ich sagen, da, dieser Blick. Nee, ne. Der Blick ist göttlich. Ja, das nennt man Situationskomik. Würde ich jetzt spontan behaupten. Ne? Also. So, südliches Feenkordial. Können wir hier eigentlich irgendwas... Hier waren wir schon, ne? Südliche Feenkordial. Ganz kurz rumfahren. Nicht, dass da irgendwas mit dem Hammer zu tun war und wir haben das nicht gemacht. Nee, das haben wir schon. Gut, dann würde ich sagen... Wo ist denn die Terra-Insel? So. Ach, wir fahren direkt drauf zu. Also, da vorne. Ja, okay. Ich hasse es. Ich hasse es. Habe ich das schon mal gesagt? So, der Turm der Götter da hinten. Och, ist ja eigentlich wunderbar hier, ne? Ah, ich würde fast sagen, nachdem wir dann den Terra-Tempel fertig gemacht haben, was jetzt erstmal dauern wird, könnten wir theoretisch gesehen mal die restlichen 4 Inseln auf unsere Karte eintragen lassen, oder? Und dann, doch, machen wir. Da bringen wir noch ein paar Fotos, die wir aus dem Terra-Tempel mitgehen lassen. Ja, mitgehen lassen tun wir sie ja nicht. Ich meine, wir fotografieren die ja, ne? Also, und danach töten wir sie. Aber ich denke mal, das würde alles viel Sinn ergeben. Übrigens erinnert mich daran, dass ich Medulli fotografiere, ne? Also, wenn ich die nämlich vergesse, wäre das doof. Da müsste ich den ganzen Tempel nämlich nochmal machen. Hä? Wir sind von der anderen Seite gekommen. Ey, die Möwen bleiben stehen. Medulli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Lukas in deiner Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Aha. Und wenn Lukas A drückt, vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Und du, Lukas? Wenn Medulli an einer Stelle im Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele... An einer... Hä? Dann spiele mit dem Taktstock das Musikstock, das du im Turm der Götter erlernt hast. Ja, aber wenn Medulli... Hast du mich verstanden? Jaja. Müsste das nicht eigentlich heißen, wenn ich nicht weiterkomme? Du beschützt Medulli, Lukas, und Medulli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Oh, denke ich mal, kriegen wir hin. Wie die sich einfach immer so teleportieren können, das ist mir ein Rätsel.
Okay. Theoretisch gesehen, Medoli ist hier. Kann ich nicht theoretisch? Das war nicht geplant. Egal. Gut, ich würde sagen, ganz schnell hier die Kamera auswählen. Da hinten steht sie. Ganz einsam und verlassen. Bevor wir es vergessen, ne? Ah, das Licht behalten wir. So. Komm mal mit. So, und dann spielen wir hier einmal die Hymne des Terragottes. Falsch gewählt, so. Okay, es geht los. Du hast die Hymne des Terragottes gespielt. Mein Gott, bin ich gut. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag die Melodie irgendwie voll. Bums! Kaputt! Scheiße! Alles kaputt hier! Mein Gott! Moment mal, das ist der Terra-Tempel und wir spielen noch im Heldenmodus. Oh! Der Terra-Tempel, das war so ziemlich mit dem C4-Tempel meine beiden Hass-Tempel. Wenn man so will. Eigentlich sind sie nicht schlecht, Medulli ist weg. Toller Eingang. Fällt man erstmal 100 Meter tief und dann... Okay, der Terra-Tempel. Ich liebe diesen Ort nicht. Medulli? So, schicken wir dich einfach mal darüber. Achtung. Sie kann fliegen. So, jetzt... Willst du mich eigentlich... Wie doof bist du eigentlich? Na gut. Dann will ich mal ganz kurz demonstrieren, was passiert, wenn wir das Lied spielen, was... Also die Sonate des Puppenspielers spielen. Das Lied, das wir im Turm der Götter gelernt haben. Oh, wir spielen als Medulli. Mein Gott, für sind wir gut. Wir können Medulli spielen. Ist das nicht toll? Gut, sie kann nicht so viel, sie kann aber fliegen. Was wir nicht können. Leider. Aber auf Salz, wir können als Medulli spielen. Ich glaube, das ist das einzige Zelda-Spiel, wo man tatsächlich als eine andere Figur spielen kann, ne? Wenn man jetzt Twilight Princess mit dem... es ist ja kein Bug, mit dem Easter Egg da absieht, dass man einen Huhn steuern kann, ja? Das kann man nämlich tatsächlich auch. So, ablegen. Ablegen, wie so ein Objekt. Du folgst mir jetzt aber nicht, ne? Gut. Das wäre nämlich nicht so pralle gewesen. Denn jetzt müssen wir erstmal ein paar Gegner plätten. Voll in den Arsch gestochen. Fand er gar nicht so witzig. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Whoop. Okay. Machen wir mal ganz schnell platt. Und den da hinten natürlich auch. Ohne, dass du mich mit einer Fackel abwirfst, danke. Okay. Einmal eine Sprungattacke, das hilft immer. Ist da noch einer? Nö. Nur der hier. Okay, dich töte ich. In den Arsch. Okay. Also die Sprungattacke, die hilft bei den Viechern scheinbar immer, hä? Also ein Gefühl, ja toll. Hier müssen wir unser erstes Rätsel lösen. Da weiß ich noch, im normalen Let's Play zu Zelda Wind Waker habe ich mich hier ziemlich dämlich angestellt. Ja, das weiß ich noch. Aber ich glaube, ich weiß auch, wie ich es jetzt zu tun habe, ne? Erstmal hier ganz kurz ein bisschen einsammeln. Oh, Totenkopfkette. So. Wir müssen nämlich... Kann ich... Ach ja, Ego-Perspektive. Stimmt, die haben wir ja auch. Oh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ha! Ja, weil das so ungewohnt ist. Im Originalteil konnte man das nämlich nicht. Alter, was ist denn hier gerade eigentlich kaputt mit meinem Aufnahmeprogramm, ne? Irgendwie will es mir nicht anzeigen. Achso, 14 Minuten. Achso, okay. Alles gut. Alles gut. So, wir müssen da nämlich den Schalter betätigen und da. Ja, wie wollen wir das machen? Mit Medulli können wir da zwar rüberfliegen, aber wir können selber nicht darüber fliegen. Äußerst mysteriös. Oh Gott. Aua. Also im normalen Leben hätte ich mir die Beine gebrochen, aber hier, hier nicht. Gut, dann nehmen wir einfach mal Medulli und darüber. Lukas! Ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Weißt du mir den Weg, wohin ich fliegen soll, werde ich durch wiederholtes und schnelles Drücken von A fliegen. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den Weg. Ja toll, bist du blöd selber zu gucken, wo du hin musst, wa? Och, mein Gott, alles muss man selber machen, ne? So, theoretisch gesehen dürfte das ja funktionieren, oder? Ja, wunderbar. Ha! So, dann Medulli absetzen. Ha, diesmal war ich nicht so blöd, ja? Ich habe mir was gemerkt. Und das fast ein Jahr lang. Also, das ist schon nicht schlecht. So,
mit Medulli jetzt einfach hier rüber. Lalalala. Oh, komm. Hui. Uop. Wunderbar. Und Schalter betätigt. Tür ist offen. Und Medulli stellen wir dann eigentlich mal ganz kurz einfach nur hier unten ab. Es ist schon irgendwie geil, das so in HD zu sehen. Und guckt euch mal die Schatten an. Das haben die echt geil gemacht. Haben sie wirklich schön gemacht. Doch bin ich eigentlich gerade so richtig stolz, dass ich mir den HD-Remake nochmal geholt habe. Nicht nochmal. Ich habe ihn mir geholt und vorher hatten wir Scheiße am Dampfen. Nee, nicht wirklich. Aber wir haben hier ein paar Gegner, die nicht so gut sind. Ich glaube, hier kommen sogar die Lilanen, ne? Sollten die Lilanen kommen, haben wir ein Problem. Ah, genau die meine ich. Scheiße. Wir können nämlich im jetzigen Moment die Lilanen nicht besiegen. Ich will es mal ganz kurz demonstrieren. Puff, puff, puff. Tja, dafür müssen wir uns aber einfach nur hier hinstellen. Das ist relativ gut gemacht, finde ich. Relativ kompliziert gemacht, meine ich. Ich kann ja eigentlich auch den Hammer nehmen, ne? Und hau dich damit zu Brei. Alter, jetzt sind die verwirrt. Kann ich die auch so? Nein. Na gut, dann kommt mal hier ins Licht. Ins Licht. Oh, was ist los? Da werden sie nämlich zu Stein. Oh. Aufwecken. Batsch. Das hört sich eklig an und es sieht auch irgendwie eklig aus. Aber was soll's. Das ist halt so, ne? Theoretisch gesehen kann ich auch einfach eine... Was wollte ich gerade sagen? Ha! Theoretisch gesehen kann ich doch auch einfach eine Bombe nehmen und dann kann ich nämlich da hinten schon den Krug da öffnen. Yay! Okay. Gut, dann kann ich den Krug auch theoretisch... Ah, es geht auch mit dem Hammer. Okay. Schöne Sache, schöne Sache. So, erstmal hier den Schleim weg. Aha. Ist auch übrigens überhaupt nicht irgendwie bedrohlich, dass hier überall so Banner von einem Totenschädel mit Hörnern und hier, ne, die Totenschädel. Ist überhaupt nicht bedrohlich. Nee, nee. So, aber mit Medulli können wir hier jetzt auch Sachen machen. Und zwar können wir da die zwei Statuen wegmachen und die Truhe hier holen, die wir auch mitnehmen werden. Dafür muss ich allerdings erstmal... Ne? Ihr wisst schon Bescheid. Gut, und zwar kann man mit Medulli nämlich ganz einfach... Oh mein Gott, ihre Lyra, sie leuchtet! Was? So, hier einmal die Kiste. Sauber. Wunderbar. Und da natürlich die Teile. So. Es löst sich auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, und jetzt noch den. Dann haben wir alle weg. Okay, und zurück. Und Link guckt sich das Ganze jetzt mal an. Erstmal hier die magische Energie holen, die können wir nämlich gebrauchen. Und hier ist nichts. Ich stehe in der Wand. Johohohoho, niemand sieht mich. Ah, gut, dann nehmen wir mal die Truhe. Ich denke mal, hier ist die Karte drin. Der Kompass wäre zumindest ein bisschen dämlich. Natürlich kann ich jetzt nicht schön auf die Karte wechseln. Sag ich doch. Ja, du hast die Labyrinthkarte gefunden. Auf dem Wii U Gamepad sind nun auch Räume zu sehen, die du noch nicht betreten hast. Was? Das gibt's ja nicht. Das kennt man nur schon seit dem ersten Zelda irgendwie. Na gut, nicht auf dem Wii U Gamepad, ja, aber woanders. Oh mein Gott, zwei Augen. So, erstmal hier absetzen. Ich meine, hier sind nämlich Gegner. Wenn Gegner Medulli angreifen, kommt das meistens nicht so gut. Ne? Dieser Nebel, ich meine, ich muss mal ganz kurz hier umschalten. Ich meine, den Nebel können wir, ja, das war jetzt auch sehr schlau, Moment. Bomben brauchen wir nicht, haha. Den können wir nicht mit, doch können wir, aber der kommt sehr schnell wieder zurück, ne? War das nicht, ja. Dieser Nebel, der verflucht uns nämlich und das ist nicht lustig, weil der Fluch hindert uns daran, Waffen zu ziehen, was im Falle eines Gegnerangriffes ziemlich doof ist. Dementsprechend... Diese Melodie werden wir übrigens noch häufiger hören. Wobei das ganz cool gemacht ist, dass hier nicht zweimal gespielt wird, sondern nur einmal und das dann schon alles wirkt. Das ist gut. So, wenn wir jetzt nämlich so machen. Freie Bahn mit Marzipan. Yay! Sie haben nämlich Angst vor dem Licht, die Nebelpartikel. Ja, wollte ich nur mal so sagen. So, dann können wir nämlich ganz einfach hier und... Jawohl. Ha. Haben wir das erste Tür geöffnet. Fast ohne Probleme. So, aber hier hinten ist doch auch noch was, ne? Ich meine schon. Medulli?
Können wir uns ja mal ganz kurz angucken, ne? Ich meine, wir haben jetzt auch fast... Wir haben schon 20 Minuten aufgenommen, okay. Ja, ich wollte einfach mal fliegen. Da oben ist übrigens ein Gefängnis. Eventuell müssen wir Meadowly da irgendwann mal rausholen. Was ich nicht hoffe. Das wäre nämlich doof. Aber hier scheint auch nichts zu sein, ne? Ne. Man kann... Das müssen wir nachher, später nämlich noch machen. Genau das. Ja. Allerdings geht das nur, wenn beide gleichzeitig aktiviert sind. Und das ist doof. So, jetzt kann ich theoretisch gesehen hier den Part beenden, ohne dass irgendwas doof läuft. Oder? Eigentlich ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, was ich ja natürlich hoffe, dann hinterlasst mir einen Kommentar. Wie gesagt, es tut mir leid mit der Erkältung, das ist ein bisschen schwer zu sprechen damit, aber ja, es läuft scheinbar. Ja, aber wir sind hier im Terra-Tempel. Hui, scheiße. Na gut, was soll's. Wir werden im nächsten Part weitermachen. Ich denke mal, wir werden diesen Tempel auch einigermaßen gut bestehen, wenn ich mal ganz kurz gucke. Wir haben noch eine Fee und ein rotes Elixier. Ja, das ist gut. Gut, wie gesagt, hinterlasst mir einen Kommentar. Das freut mich, wenn ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, euer Range LP. Bye.